Im Grunde genommen ist die Uni der Bildungsort, wo wir sozusagen das Ergebnis von einer Schulbildungskarriere haben. Dann können wir darüber reden, was sozusagen Exzellenz und Diversität ist. Also ich glaube, dass diese beiden Begriffe einander nicht ausschließen dürfen. Mhm. Und solange sie das tun, haben wir ein Problem. Eben weil der Körper nicht so aussieht wie eine Wissenschaftlerin, muss er Doppeltes leisten, um das Wissenschaftlerin-Sein hervorzubringen. Um als weiße Lehrperson einen emanzipatorischen Lernraum für alle Studierende zu ermöglichen, in denen alle Bedürfnisse anerkannt werden können, braucht es eine kritische und kontinuierliche Auseinandersetzung mit dem Weißsein und der eigenen Rolle im System Rassismus. Wir ändern die Rahmenbedingungen der Wissensproduktion. Das fände ich mal innovativ. Es wäre wichtig, wenn man sich kurz überlegt, okay, was sage ich da überhaupt? Und wenn man halt auch Interesse zeigt und vielleicht auch nachfragt.